Jo Leute, kurzer Einwurf aus dem Schnitt. Ich habe gesehen, dass die Aufnahmen ganz schön am Laggen sind, gerade wenn es ums Gameplay geht. Ich versuche das im nächsten Video wieder besser zu machen. Es tut mir wirklich leid, dass die Cottbus-Karriere so vom Pech verfolgt ist. Sie macht mir wirklich echt Spaß, aber weiß auch nicht. Die Technik spielt da nicht mit. Ich nehme ja zurzeit mit dem alten Laptop auf und da scheint ihn auch einfach der nicht mehr leistungsstark genug zu sein, um, weiß ich nicht, die ganze Zeit die Aufnahme laufen lassen zu können, so scheinbar. Deswegen, ich weiß nicht, wieso es so hart laggt. Ich versuche es rauszufinden. Es tut mir wirklich leid. Es ist wahrscheinlich nicht mal mit anzusehen. Also ich weiß nicht, wie es im Endeffekt am Endprodukt sein wird. Ich sehe es jetzt nur, wie es zwischendurch mal ein bisschen ist. Und da laggt es halt übelst hart. Und deswegen, es tut mir wirklich leid. Ihr seht es ja noch gar nicht, ihr habt es ja noch gar nicht gesehen, ihr werdet es sehen. Es tut mir, wie gesagt, leid, zum fünften Mal oder so jetzt. Ich kann es leider nicht ändern. Und ja, ich versuche es, wie gesagt, zur nächsten Episode wirklich besser zu machen. Ich gebe mein Bestes. Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FC Energie Cottbus Karrieremodus Episode am Start. Heute gehen wir rein in ja, die Transferphase und in das Ende der Transferphase natürlich. Wir sehen hier rechts schon mal einen unserer Käufer aus der letzten Episode und dann sehen wir direkt mal die Ankündigung für das erste Spiel in dieser Episode. Und da kommen wir auch direkt mal zur ersten Auswertung und da wolltet ihr, eigentlich ist es die zweite vom Ver, also weil ich habe zuerst eine andere gestellt gehabt, aber wir fangen erstmal mit der Spielauswertung an von der Abstimmung und da wolltet ihr, dass wir das zweite Spiel auch gegen Dresden machen in dieser Episode. Von daher kann ich es auf jeden Fall verstehen, Derby und so. Und ja, dann machen wir zwei Dresden-Spiele heute. Einmal im Pokal und einmal wie jetzt hier in der Liga. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, gehen wir zunächst einmal nochmal auf den restlichen Plan der Episode am Start ein. Und da würde ich sagen, gehen wir heute zumindest bis zum Duisburg-Spiel, simulieren das durch. Und dann, weiß ich noch nicht, ich würde sagen, dann beenden wir die Episode, machen den Deadline Day im nächsten Video, weil dann könnt ihr nochmal entscheiden, wen genau wir holen sollen. Und dann machen wir noch den nächsten Video den nächsten Monat fertig und dann immer pro Video einen Monat ungefähr. Und ich würde sagen, Hamburg immer noch in der zweiten Liga. Und ich würde sagen, das ist dann auf jeden Fall ein solider Plan in meinen Augen. Wir spielen hier sogar zweimal gegen Bielefeld. Was ist denn das für eine Logik? Aber okay, ist ja auch egal. Wir würden sagen, oder wir sagen einfach mal, wir gehen rein in das erste Spiel, ich mache die Aufstellung und dann sehen wir uns in Game wieder. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal das richtige Layout der zweiten Liga. Habe ich eigentlich schon im letzten Video gemacht oder wollte ich eigentlich schon im letzten Video machen, aber ja, da hat es ja mit der Aufnahme nicht so ganz hingehauen, leider Gottes. Jetzt sehen wir es mal richtig schön, auch mit den Einlaufszenen hier beim Spiel gegen Dresden, beim Derby gegen Dresden natürlich. Und da sehen wir auch hier, dass wir gleich zwei Spielerdebüts haben. Und zwar zum einen unseren guten Evenen Dicker und den guten Chris Durkin, die wir beide für über 1 Million Euro verpflichtet haben. Die bekommen heute direkt mal ihre Startelf-Debüt beim Auswärtsspiel in Dresden. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Und deswegen können sie auch sich direkt mal beweisen hier und zeigen, was sie drauf haben. Die stehen hier beide sogar nebeneinander. Leider keine Ingame-Faces, aber das ist ja bei denen auch nicht zu erwarten gewesen. Und dann sehen wir hier auf jeden Fall schon, wie die Spieler sich gegenseitig begrüßen. Ja, Leute, ich würde sagen, ich habe ein bisschen an der Aufstellung rumgefeilt und da ist mir wieder mal aufgefallen, wie eigentlich unser Kader gar nicht zweitliga-würdig ist in dem Sinne. Aber wir haben hier noch ein bisschen Kohle übrig, um wenigstens ein, zwei Spieler zu verpflichten, die auf dem Niveau sein könnten in der zweiten Liga. Dazu kommen wir aber später nochmal in diesem Video. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Material arbeiten, was wir haben und wir kommen damit ja auch eigentlich ganz gut zurecht im Moment. Ich bin mal gespannt, was die Simulationen denn angehen werden. Im Tor haben die Dresdner auf jeden Fall Schubert davor, Nikolau, Wallquist und Ballas. Dann Benatelli, Ausmann, Möschel, Duljevic und im Sturm Vargas und Cornet. Cornet waren wir ja eine kurze Zeit interessiert, Svensson ist dann noch weiter vorne, also Cornet und Vargas dann so ein bisschen hängende Spitze mäßig. Mlapa, Ati, Giza und noch ein paar andere sind da auf der Bank vertreten. Wir spielen mit Spalic im Tor, sollte klar sein, davor haben wir Matovila, ein Dicker in der Innenverteidigung, rechts Zarzew, links Piotrowski, Schneider und Durkin bilden die Doppel-6 hier in dem Fall. Vitereti, Smith-Rowe und Devante Parker sind unsere Dreierkette hinter Strelimamba Mamba im Sturm. Auf der Bank sehen wir denn nicht, alles klar. Ich habe es nicht geskippt, das skippt sich automatisch, Leute. Von daher, ja, was willst du machen? Bank ist ja jetzt nicht so relevant, da sind jetzt auch nicht so viele verschiedene Namen drauf. Da sind halt eigentlich die gleichen Namen drauf wie sonst auch immer. Von daher, Leute, wisst ihr, wer da drauf ist, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Partie, konzentrieren uns und hoffen, dass wir das Spiel hier genauso gut bestreiten können wie das letzte.
Und da ist die erste gute Möglichkeit für die Dresdner. Eine schöne Flanke auf Svensson. Ist das Svensson? Soll das Svensson sein oder ist das dieser Vargas? Ich bin mir gerade nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Es ist Osman sogar, okay. Keiner von den Stürmern. Gute Flanke da von der Nummer 16 auf Osman, der den Ball gut mitnimmt und dann direkt abschließt. Keine Chance für Spalc im Tor. Ja, Leute, das ist halt nicht so gut verteidigt. Wir dürfen sie einfach nicht flanken lassen. Das haben wir in der letzten Saison mitbekommen und ja, dann kann ich da halt auch nichts mehr machen, wenn er den Ball so gut annimmt. Ja, wir dürfen ihn einfach nicht so flanken lassen. Dadurch steht es jetzt relativ früh in der Partie 1-0 für Dynamo Dresden. Ja, es kann nicht immer so gut laufen. Und das ist nicht das 2-0. Ist es. Jetzt ist es die 16, die ich eben vorbereitet hatte. Steht hier auf jeden Fall im Abseits beim Pass von der Nummer 19. Tut mir leid, dass ich die Namen da halt einfach nicht kenne gerade. Die 19 vielleicht Vargas von der Position her könnte es hinhauen. Svensson vielleicht hier die 16. Ja, Vargas, ja genau, das waren die beiden. Also Svensson ist die 16, Vargas die 19. Passt auf jeden Fall. Da beim Pass von eben Vargas stand Svensson im Abseits und deswegen zählt das Ganze nicht. War wieder ein bisschen einfach für von uns verteidigt da, beziehungsweise einfach schlecht von uns verteidigt. Und dann dürfen wir sie da halt einfach nicht so durchkommen lassen. Und jetzt ist es hier, ich glaube, Matuvila, der den Ball da rausköpft bei der Flanke. Das ist halt so gefährlich immer. Stark von Devante Parker jetzt hier geholt. Jetzt läuft der gute Schneider mal und mal gucken, ob wir daraus jetzt einen schönen Angriff machen können. Und da ist eine gute Parade von Spalc. Ich glaube, wieder gegen Osman. Ist er das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die 19 müsste er gewesen sein. Osman hier mit einer guten Gelegenheit nimmt den Ball direkt. Und Spalc ist aber Arbeit zur Stelle. Macht das da echt gut, muss man sagen. Es ist nicht einfach zu verteidigen, Leute. Das ist ja gegen Ultimativ hier, was ich spiele. Und ja, das ist schon nicht das Einfachste. Hat mich sowieso gewundert, dass wir da in der letzten Episode so gut gegen klargekommen sind. Und hier ist das schon echt nicht so leicht, die Pässe und so an Mann zu bringen, vorne zum Teil, das ist echt Schwerstarbeit. Aber wir kriegen das schon hin, würde ich sagen, wenn wir uns jetzt richtig konzentrieren sollten. Und starke Parade wieder mal von Spalt. Leute, das ist echt schwierig, Alter. Da waren zwei Stationen frei, da die Mitte halt und hier rechts hätte auch durchspielen können, unten die auf die 22. Alter, das ist so schwer zu verteidigen, das Ganze. Spalc macht das wieder gut, hält den Ball. Richtig starke Parade von unserem Keeper, Leute. Das wird echt schwierig, hier irgendwie nochmal in die Partie zu kommen. Weil vorne die Pässe, die wichtigen Pässe, die letzten Pässe, die in den Lauf auf Mamba, wo das er laufen kann halt, kommen irgendwie nicht an im Moment. Das ist echt bitter gerade. Aber wir kriegen das hoffentlich hier nochmal hin und zurück zu kämpfen in die Partie. Jetzt Viteriti hier mal mit dem Ball. Spielt ihn auf der Wand Parker, der weiter auf Piotrowski. Let's go. Piotrowski mit dem Dragback auf Durkin in die Mitte. Schlechter Ball, aber Durkin kriegt den trotzdem. Schöner Pass auf Mamba, der auf Viteriti, der auf Smith Rowe, der weiter auf Viteriti in den Rücken. Und Viteriti kriegt den aber nochmal. Und Devante Parker mit der Chipflanke auf eigentlich Smith Rowe. Viteriti kommt jetzt im Endeffekt nochmal ran. Nein, es ist Durkin. Und Durkin mit dem Schuss. Ja, das ist mal eine erste Torannäherung von uns hier. Schade. Kommt Smith Rowe da zum Kopfball, ist ja vielleicht irgendwie gefährlich aufs Tor und dann haben wir eine gute Möglichkeit hier vielleicht. So, ja. Verspielen wir dann auch den Ball mit Viteriti im Endeffekt. Jetzt müssen wir hinten wieder aufpassen. Das ist halt so krass, was die spielen, die ganzen Passstaffetten und so. Ist echt unnormal. Wieder mal eine starke Parade von Spalc, Leute. Der rettet uns da heute hinten so den Arsch. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Platz mit Devante Parker. Der geht wieder zurück auf die Mitte, auf Viteriti. Dann Durkin kommt mit nach vorne. Dann weiter auf Schneider. Devante Parker wieder am Ball. Doppelpass mit Schneider. Viteriti hat Platz. Und wird aber noch geblockt, bevor er schießen konnte. Und Durkin nochmal mit dem Versuch hier. Also wir versuchen es gerade. Wir kommen wieder ein bisschen besser nach vorne jetzt gegen Ende der ersten Halbzeit hier. Also wir kriegen einigermaßen mal Platz und kriegen mehr oder weniger die Chancen. Das sind jetzt halt nicht die besten Chancen, aber es sind immerhin welche. Jetzt haben wir mal durch eine Ecke eine Möglichkeit. Matuvila! Ich treffe sogar den grünen Kopfball, aber er kommt leider nicht aufs Tor, war ein bisschen zu doll. Trotzdem eine starke Ecke von Smith Rowe und ein guter Kopfball. Oder hat sich auch gut durchgesetzt, einfach der gute Matuvila. Leider reicht es am Ende dann nicht, um den Ball im Tor zu versenken. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit, Leute, sind wir auf jeden Fall besser wieder rangekommen. Und daran können wir jetzt auf jeden Fall anknüpfen in der zweiten Halbzeit.
Streli Mama mit der Riesenmöglichkeit. Ich weiß nicht, wieso ich da den Time Finish versuche. Ich denke, den hätte er normalerweise aufs Tor gebracht, wenigstens. Da haben wir mal die Riesenmöglichkeit gehabt zum 1:1 Ausgleich. Smith Rowe kommt da, nachdem er den Ball ein bisschen eigentlich schon verloren hatte, nochmal an den Ball, spielt ihn durch auf Mamba und der mit so viel Platz nutzt die Chance normalerweise. Schade, Leute, das wäre die erste richtig krasse Möglichkeit gewesen, also die erste 100%ige, um genau zu sein, hier für uns in dieser Partie. Und die lassen wir direkt liegen, leider. Ja, da müssen wir müssen den einfach reinmachen. Da führt kein Weg drumherum, den müssen wir reinmachen. Hier ein Dicker, der ist, mir fällt mir hinten auch richtig gut heute, muss ich sagen. Und dann ist es der, ja, dann ist es der direkte Abschluss von Svensson, der unhaltbar ist für Spahic. Es kommt so ein zweiter Ball irgendwie zu Svensson, der nimmt den direkt aus der Luft und dann ist der drin zum 2:0. Was willst du tun? Das ist einfach ein krasser Abschluss. Wie gesagt, ein Dicker gefällt mir heute aber wirklich gut. Der setzt sich da sehr stark durch. Dann ist der Kopfball halt leider nicht beim Mitspieler angelangt, sondern beim Gegenspieler. Der leitet ihn weiter, der leitet ihn wieder weiter. Und Svensson hat dann sehr viel Platz, nimmt den Ball direkt. Und der ist ein 300 km/h Schuss, mehr oder weniger. Also das ist ein eiskalter Abschluss da vom Dresdner Stürmer. Ja, den du einfach kaum verhindern kannst. Also das war echt schwer zu verteidigen für uns. Wir müssen jetzt versuchen, wenigstens noch auf Schadensbegrenzung zu gehen. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch den Ausgleich. Wir können es versuchen auf jeden Fall. Aber ja, wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht noch mehr kassieren. Das wäre auf jeden Fall bitter. Gerade in einem Derby sollte man das vermeiden. Streni Mamba mit der Riesenmöglichkeit direkt wieder. Da ist aber der Dresdner Keeper Schubert zur Stelle und kann den Ball parieren und zur Seite abwehren. Schade, Leute. Das war wieder mal eine gute Möglichkeit von uns, wo wir uns da gut reingespielt haben in den Strafraum, beziehungsweise, ja doch, in den Strafraum waren wir, im Strafraum waren wir schon drin und dann auch mit einer guten Abschlussgelegenheit. Jetzt Matuvila hier mal mit dem Kopfballduell, den er, oder mit dem Kopfballduell, was er gewinnt. Und jetzt ist der Freitas wieder da, versucht den Schuss, aber, ja, der landet im Endeffekt nicht im Tor, der geht weit rüber, leider Gottes, aber wieder mal eine schöne Möglichkeit für uns. Und Streli Mamba nochmal mit der Möglichkeit, kurz vor der nächsten Formationsänderung und Einwechslung hier. Streli Mamba wieder mit der Riesenchance, setzt den aber am Tor vorbei. Leute, das ist jetzt schon echt bitter, dass er den nicht reinmacht. Wir bringen nochmal, ich habe übrigens die anderen Wechsel nicht gezeigt, es tut mir leid, Zimmer und De Freitas sind gekommen, für Vidireti und Schneider. Jetzt bringen wir für Devante Parker nochmal Kevin Scheithauer. Mamba geht auf den linken Flügel, er hat nochmal das Pace einfach, er ist noch schnell genug, er hat noch die Power im Endeffekt, um vom Flügel zu kommen mit dem Tempo. Devante Parker war halt schon relativ down und wir bringen dann nochmal einfach einen Stoßstürmer rein mit Kevin Scheithauer und stellen um auf eine offensivere Formation. Wir müssen jetzt hier halt aufpassen, dass wir dafür nicht hinten kassieren, aber wir spielen immer noch mit Viererkette, also eigentlich sollte unsere Viererkette da gut stehen. Ein Dicker mit der guten, mit dem guten Tackling, aber dann mit dem Fehlpass. Und jetzt können wir wieder hinten raus ein bisschen kontern. Mit Streli Mamba über den Flügel halt. Streli Mamba, let's go. Jetzt die Flanke, wenn die einigermaßen gut kommt. Scheithauer versucht da auch irgendwie reinzugrätschen. Am Ende war halt der Keeper vorher schon dran. Aber das war wieder eine kleine Möglichkeit hier. Nach der Flanke sind wir leider nicht zum Abschluss gekommen. Jetzt hat eben Smith Rowe mal Platz. Smith Rowe versucht den Ball nochmal in die Mitte zu spielen, aber das wird leider nichts. Spahic wieder mit einer Glanzparade hier in der 90. Minute. Und jetzt kriegen sie nochmal eine Ecke. Also das Spiel ist auf jeden Fall verloren. Wir könnten höchstens nochmal durch einen Konter jetzt hier einen Anschlusstreffer machen, würde ich sagen. Aber wir haben uns am Ende nochmal gut nach vorne präsentiert. Wir haben nochmal ein paar Chancen kreiert. Leider Gottes waren sie nicht drin. Dass Streli Mamba den einen Ball da vorbeigehauen hat, verstehe ich immer noch nicht. Jetzt können wir nochmal mit einem langen Ball auf Smith Rowe hier probieren. Aber der ist schon sehr K.O. und kriegt den auch nicht mehr. Und dann ist es hier auch vorbei, Leute. Wir verlieren das erste Spiel dieser Episode gegen Dynamo Dresden mit 2:0. Das sage ich jetzt einfach schon mal, weil ich denke nicht, dass wir nochmal die Chance bekommen werden. Die werden uns jetzt den Ball nicht mehr allzu schnell geben hier. Und dann sind die 3 Minuten auch schon um und dann pfeift der Schiri auch ab. Leute, es tut mir leid, dass wir hier das erste Spiel mit 2:0 verlieren. Es war echt schwer, die Tore waren schwer zu verteidigen. Und wir haben vorne die Chancen sogar gehabt, aber wir haben sie einfach nicht nutzen können, leider Gottes. Und verlieren das erste Derby in dieser Episode hier mit 2:0. Wir haben auf jeden Fall nochmal die Chance für eine Revanche in dieser Episode und zwar im DFB-Pokal. Mal werden wir sehen, ob wir uns da vielleicht besser schlagen können. Hier war es eine ausgeglichene Partie. Am Ende würde ich sagen, haben wir gute Chancen gehabt. Ein Dicker war unser bester Mann, das sehe ich auch so. Der hat echt stark performt hinten in meinen Augen. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir gehen weiter in diesem Monat. Hoffentlich läuft es da besser als jetzt in diesem Spiel.
Wir gehen auf jeden Fall rein ins Training und da sehen wir erstmal, dass wir nochmal ein paar neue Spieler ins Training reinhauen sollten. Wir könnten Smith Rowe noch reinhauen, Durkin auf jeden Fall, ein Dicker können wir reinhauen. Aber ich will auf jeden Fall Piotrowski erstmal reinhauen, der ist ja glaube ich so noch nicht drin gewesen. Und dann hauen wir ihn hier auf jeden Fall mit rein. Wäre mir halt ganz lieb, wenn er ein bisschen Tempo dazu bekommen würde, aber ich glaube, das gibt es bei dem Defensiven gar nicht. Dann machen wir erstmal die Defensivattribute. Schwarze Kaminski, Bergmann haben wir dann noch mit drin und dann würde ich sagen, weiß ich nicht, nehmen wir glaube ich noch einen, ja, unserer Stammspieler mehr oder weniger. Und ich würde sagen, dann nehmen wir auch einen Dicker, weil der hat Potenzial und der ist noch von denen, die Potenzial haben, am niedrigsten bewertet. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mit rein hier. Könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wen wir eher trainieren sollen und wen nicht. Bergmann steigt auf jeden Fall im Rating auf eine 65 und damit ist er auf dem gleichen Rating wie Matuidi und könnte in die Startelf rücken in meinen Augen. Matuidi gefällt mir zwar echt gut, aber Bergmann hat halt Talent und ist auch auf jeden Fall ein Kandidat auf die, ja, Stammelf oder Startelf. Dann haben wir hier zwei Transferangebote. Zum einen für den guten Daniel Stanese und für Abdul Kadir Beyazid. Gerade für den letzteren bin ich sehr geneigt, das anzunehmen, beziehungsweise auf jeden Fall in die Verhandlungen reinzugehen und nicht allzu viel zu verlangen. Erstmal muss ich allerdings ans Telefon gehen. So Leute, wir verlangen, ich habe es mir jetzt gerade überlegt, wir verlangen mal 550.000 zu Beginn. Ich hoffe, dass sie damit dabei sind und nicht gleich rausgehen. Die gehen auf 450.000 hoch. Wir gehen mal runter auf 510.000. Würde ich sagen, ich will gerne eigentlich 500.000 für Beyazid mitnehmen. 460, wir gehen auf 400, 500 runter. Und wenn nicht, dann nehmen wir einfach an, dann ist es mir auch egal. Also wenn sie jetzt, ich hoffe, sie bleiben hier drinnen, vielleicht nehmen sie es auch an. Und sie nehmen es an, let's go, 500.000 für Beyazid. Das ist auf jeden Fall sehr gutes Geld in meinen Augen. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und kriegen dann, ja, ein bisschen Kohle für unseren. Na, nicht verhassten, ich habe nichts gegen Beyazid, aber der hat halt einfach nicht mehr gespielt und ich sehe es ganz gut, dass wir ihn jetzt wahrscheinlich loswerden. Dann haben wir noch ein Angebot für Stanese, den will ich halt eigentlich nicht verkaufen, weil der ist halt ein guter Backup auf jeden Fall und wir haben im Moment nicht allzu viele Backups, beziehungsweise halt Spieler auf der Bank, die auch wirklich in der Startelf spielen könnten theoretisch. Zu denen gehört er nämlich, auch vom Rating her, ist im Moment 600.000 wert, sie bieten uns sogar 800. 40.000. Wir gehen auf 1,1 Millionen hoch. Ich bin gespannt. Das wäre halt ganz schönes Geld so eigentlich. Ja, okay, sie wollen jetzt hier mit Weiterverkaufsgebühr. Die ist mir aber relativ egal. Deswegen gehe ich wieder auf 1,1 und gucke, was sie sagen. Ohne Weiterverkaufsgebühr. Und sie nehmen es direkt an, Leute. 1,1 Millionen für einen Stanese. Das ist fast der doppelte Marktwert. Und damit gehe ich auf jeden Fall konform. Ich habe gesagt, ich will ihn nicht unbedingt verkaufen, aber wenn wir ihn für dieses Geld losbekommen, Leute, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Transfer. Und ich bin gespannt, ob der durchgehen wird. Da bin ich wirklich gespannt. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter in der Kalendersimulation. Wir kriegen ebenfalls ein Angebot für den guten Knechte, wo wir auch verhandeln werden. Ich bin auf jeden Fall da auch interessiert, beziehungsweise gespannt. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja aus und deswegen wäre es nicht so schlecht, wenn wir den verkaufen würden. 525.000 ist ja theoretisch wert. Wir gehen mal auf 750 hoch, um ihn zu verkaufen, weil das ist auf jeden Fall nicht zu viel, denke ich mal, für den Anfang, außer natürlich für diesen Verein, Kadischia, oder wie man ihn ausspricht. Gut, die wollen es nicht. Jedenfalls nicht so viel und dann würde ich sagen, kann ich damit auch irgendwo leben. Hier Leute, wir sehen im Hintergrund unsere, ja, Transfervorschläge oder eure Transfervorschläge für diese Episode. Und zwar habe ich ja nach Stürmern gefragt im Endeffekt. Übrigens, Szymański hat die Abstimmung gewonnen. Ich werde allerdings erstmal auf den Stürmertransfer gehen und Szymański hinten anstellen, weil der Stürmer ist mir deutlich wichtiger als Szymański im Moment. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch einen, der hinter oder für meinetwegen auch Mamba stürmen kann, der eigentlich auf einigermaßen dem gleichen Level vom Rating her ist und ein sehr gutes Potenzial noch hat. Da sind auf jeden Fall vom Potenzial her die ersten drei hier die besten, muss man sagen. Mit von Goebbels über Pellegri und auch Haaland. Das sind alle drei Spieler mit sehr gutem Potenzial und die noch sehr jung sind natürlich. Müse ist zwar auch noch jung, aber der hat nicht sonderlich viel Potenzial. Er hat aber trotzdem halt den deutschen Charakter in dem Sinne. Und die eben wurden mir halt alle hier vorgeschlagen. Gelsleichter, Waschewski, Clement, Lohkämper, Müse, Goebbels, Pellegri und Haaland. No joke, ich präferiere halt diese ersten drei hier, Leute. Ich denke, es sollte klar sein, es sind halt einfach Talente, die gutes Potenzial haben. Wie gesagt, wir werden, denke ich mal, die Transfers erst einmal am Transfer-Deadline-Day alle stattfinden lassen und gucken, was wir da rausschlagen können. Ansonsten müssen wir uns natürlich dann noch, falls wirklich
Stanese verkauft werden sollte, uns für einen weiteren Sechser- oder Innenverteidiger-Backup umschauen. Beziehungsweise Innenverteidiger weiß ich gerade nicht mehr so genau. Dann muss ich mir den Kader nochmal anschauen, inwiefern wir da Innenverteidiger haben. Aber auf jeden Fall für einen Sechser-Backup noch. Und dann werden wir da uns auch nochmal beschäftigen. Ansonsten hier, ihr seht die Stürmer alle im Hintergrund. Wie gesagt, meine drei Favoriten sind diese ersten drei hier. Ich glaube, wir kriegen die nicht mehr fertig gescoutet. Ich hoffe, dass halt ein bisschen was rauskommt bis zum Ende der Transferphase. Ich glaube, 20 Tage stand bei allen da. Das ist halt deutlich mehr, als wir noch Zeit haben. Aber vielleicht bekommen wir bis dahin ein paar andere Informationen, also jetzt natürlich nicht die exakten, sondern ein paar, die ein bisschen in die Richtung gehen, wie viel sie ungefähr haben und wie viel sie kosten werden. Von daher, Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter und gucken, ja, was noch so bei rumkommt von Transferangeboten. Und wir kriegen ein Angebot rein für Alexander Bittroff, und da ist ja immer noch die Frage, Bittroff oder Starzev. Ich wäre eigentlich für Starzev, aber für ihn bekommen wir im Moment keine Angebote rein. Für Bittroff hingegen schon, und der ist sogar 400.000 wert aus der Sicht von Sagan Tosun. Wir gehen mal auf 600.000 hoch und hoffen, dass die da nicht direkt raus sind. Sie gehen auf 440.000 hoch. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Wir gehen auf 550.000 runter und gucken, inwiefern sie uns entgegenkommen. 440.000. Wir gehen nochmal auf 500.000 hoch. In der Hoffnung, dass sie jetzt da vielleicht uns entgegenkommen und nicht bei ihrem 440.000 stagnieren. Und wir kriegen 500.000 für Alexander Bittroff, Leute. Und damit habt ihr im Endeffekt auch eure Abstimmung gewonnen. Ihr wolltet ja alle, dass Bittroff, also nicht alle, aber die meisten wollten halt, dass Bittroff weggeht. Ich wollte eigentlich eher, dass Starzev weggeht. So kriegen wir Bittroff für 500.000, deutlich über Marktwert nochmal weg. Und dann können wir auch weiterhin mit Starzev gehen auf der Rechtsverteidigerposition. Ist, denke ich mal, auch okay. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob irgendwann mal hier die ganzen Angebote auch akzeptiert werden von unseren Spielern oder für unseren Spielern. Und kurz vor dem zweiten Spiel dieser Episode kriegen wir die Nachricht rein, dass zum einen Beyazid sich verkauft hat und zum anderen der gute Stanese sich verkauft hat. Und damit haben wir unser Budget nochmal auf locker 1 Million weiter angehoben. Und ja, damit haben wir jetzt mittlerweile schon 3,28 Millionen am Start, Leute. Ist auf jeden Fall ordentlich. Natürlich verringert sich dadurch unser Kader, das darf man natürlich immer nicht vergessen. Wir gucken uns jetzt nochmal den ganzen Kader im Endeffekt an auf den Positionen. Da haben wir auf jeden Fall genug Keeper, da ich denke, das sollte keine Sorge sein. Wir haben zwei Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger, beziehungsweise sogar zwei Linksverteidiger mit Verfahren plus einen Dicker, der auch noch links spielen kann. Wenn Knechte sich noch verkaufen würde, hätten wir auch noch genug Innenverteidiger am Start. Also da haben wir eigentlich auch keine Sorgen in der Verteidigung, würde ich sagen. Auf der 6 haben wir jetzt auch im Endeffekt drei Spieler mit Dorkin, Sickert und Schneider plus zu Freitas, also eigentlich vier Spieler, die da spielen können. Denn auf links haben wir mit Graudenz und Vetireti und Devante Parker drei Spieler, wobei ich Graudenz eigentlich auch verkaufen möchte. Die muss ich mal auf die Transferliste setzen, fällt mir gerade auf. Graudenz will ich ja auch noch verkaufen. Ansonsten haben wir noch Vetireti theoretisch für links, auch wenn ich ihn da nie spielen lasse, und halt Devante Parker. Auf rechts haben wir noch Emil Smith-Rowe, der allerdings auch auf links spielen kann. Dann noch Mamba für den Sturm, Broschinski und Scheitauer. Wir brauchen halt auf jeden Fall für die Offensive noch Spieler, Leute. Wir brauchen mindestens noch einen Stürmer in meinen Augen. Eigentlich auch noch ein oder zwei Flügelspieler und Zehner im Endeffekt. Also Szymański wird wahrscheinlich doch noch in unseren Fokus rücken, dass wir uns den holen. Plus halt einen Stürmer. Das wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, würde ich mal meinen. Schreibt mir da auf jeden Fall auch eure Meinungen in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen in die Simulation rein gegen Nürnberg. Okay, Leute, let's go. Wir gehen rein in die Partie gegen Nürnberg. Hier sieht man rechts übrigens nochmal die Vorstellung von Beyazid bei seinem neuen Verein. Ansonsten, ja gut. Ich dachte, Stanese wurde auch noch vorgestellt, wurde aber nicht. Ist ja auch egal. Wir gehen rein in die Partie gegen Nürnberg zu Hause mit der gleichen Startelf. Ansonsten musste halt, wer ist denn jetzt neu? Broschinski ist jetzt auf der Bank für Stanese im Endeffekt. Gut. War mir jetzt egal, wer da noch mit raufrückt. Glushakov verschießt schon mal einen Elfmeter für Nürnberg. Zalli trifft 5 Minuten später wiederum für die Nürnberger. Valentini bekommt eine rote Karte. Vielleicht ist das unsere Chance, irgendwie nochmal was zu reißen hier in der Partie. Wenigstens das Unentschieden mitzunehmen. Das schaffen wir aber nicht. Wir verlieren mit 1:0 gegen Nürnberg. Ich habe schon gesagt, wir haben halt einfach einen sehr schwachen Kader im Moment. Den müssen wir noch verstärken. Werden wir am Ende der Transferphase, wie gesagt, tun. Sorry, falls ich mich jetzt wiederhole. Für euch ist das ja innerhalb von ein paar Minuten jetzt hier reingeschnitten worden. Ich habe jetzt wieder ein paar Stunden lang was anderes machen müssen und jetzt nehme ich halt weiter auf. Bittroff ist auf jeden Fall verkauft. Damit haben wir den nächsten Transfer getätigt oder den nächsten Verkauf getätigt. Und ich würde sagen, wir gehen schon mal wieder ins Training rein hier. Trainieren wieder die gleichen Leute. Ein Dicker steigt sogar direkt mit einem A. Steigt auf eine 68 und Kaminski steigt ebenso auf eine 58. Ansonsten, ja, solide. Nimmt man auf jeden Fall mit. Wir haben ja ins Eben schon das alles angeguckt, wie wir es mit dem Kader haben. Ich meine, wir haben halt einen sehr kleinen Kader, muss man sagen. Hier sieht man es. Wir haben gerade mal
ne, 18, 21, 24, 25 Leute im Moment im Kader. Das ist halt sehr low im Moment noch. Ansonsten, ja, müssen wir halt gucken, dass wir uns noch ein bisschen verstärken, auch was die Stärkepunkte wirklich angeht. Also, weil wir haben jetzt einen Spieler über 70 im Moment. Ein Dicker ist halt knapp an der 70 dran, genauso wie ein Smith Rowe oder ein Durkin. Die halt alle auch noch sehr gutes Potenzial haben und auch schnell steigen könnten. Aber der Rest ist dann halt so wie Matuvila halt eher dabei, nach unten zu gehen als nach oben. Gut, da muss man sagen, wir haben noch einen Bergmann, der auch Potenzial hat auf jeden Fall und auch schon eine 65 hat und auch nach oben gehen könnte. Piotrowski geht auch noch nach oben, hat ja auch gutes Potenzial. Ansonsten, ein Viteri, die wird halt eher sinken als steigen. Genau das gleiche gilt höchstwahrscheinlich auch für Mamba. Mit 25 ist er jetzt nicht alt, aber er hat halt, glaube ich, kein Potenzial mehr. Er ist schon an seinem Maximum, was das Potenzial angeht, leider Gottes. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal gucken, Leute. Ihr müsst mir was reinschreiben in die Kommentare, wen wir holen sollen. Weil, ja, da bin ich jetzt im Moment echt überfragt. Wir haben ganz gut Kohle jetzt, 3,6 Millionen knapp. Mit 17.000 Gehaltsbudget, das ist auf jeden Fall ordentlich und dafür müssen wir uns dann halt wirklich mal einen holen irgendwann. Ich habe ja jetzt hier mittlerweile schon einige Leute auf der Transferliste oder auf der Wunschliste hier, die ich am Scouten bin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit die heute gescoutet werden noch, ob das was bringt, wenn wir da immerhin bis zum Ende der Transferperiode vorspulen. Weil die sind ja eigentlich erst nach der Transferperiode ausgescoutet, aber vielleicht kriegen wir ja dann schon mal so ein paar Informationen rein, das weiß ich gerade gar nicht. Wir kriegen auf jeden Fall ein Transferangebot für Starcev rein, 470.000, das ist echt zu wenig. Wir gehen da, denke ich mal, gut hoch auf 900.000 oder so, was wir verlangen werden. Doppelte vom Marktwert, weil wir wollen ihn ja eh nicht verkaufen. Wir haben ja jetzt schon Bitroff verkauft und deswegen werden wir Starcev nicht auch noch verkaufen. Aber ich meine, wenn man die Kohle kriegen kann, warum sollte man es nicht probieren? Und ich meine, wir werden die Kohle nicht kriegen, aber wir können es ja immer probieren, in dem Sinne. Und die bleiben bei 470.000. Ich hätte gedacht, die stürmen gleich raus. Wir gehen wieder auf 950.000 hoch. Wenn die bleiben, gleich bleiben, bleiben wir auch. Obwohl, wir gehen auf 900.000 runter. Wir sind ja nicht so, wir kommen denen ein bisschen entgegen. Und da werden sie, denke ich mal... 640.000 ist ja gar nicht mal so schlecht. Doppelte vom Marktwert ist bei 850.000. Da werden sie, denke ich mal, dann raus sein. Jo, nehmen wir mit, also wir nehmen es nicht mit, beziehungsweise wir nehmen es mit, dass er nicht weg ist, sagen wir mal so, weil ich wollte ihn ja eh nicht verkaufen, von daher easy going. Ja, wir gehen weiter, gucken, ob noch was kommt, bis zum Spiel gegen Dresden. Dortmund hat sich Perisic zurückgeholt, wie man hier rechts sieht. Auf jeden Fall interessant. Monatliches Scouting-Update ist da und wir haben da schon mal einen Hall, der nicht sonderlich interessant aussieht. Einen Sean Alexander, ja, wir können ihn ja erstmal mitnehmen, aber einen Billy Cook müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, denn sein Potenzial sieht echt stark aus. Gut, der hat halt die Gesamtstärke nicht so wirklich am Start, aber ansonsten sah das nicht so schlecht aus. Und Cameron Baker hat auch immerhin bis 90 gehabt, aber ich denke, der ist jetzt auch nicht zu krass dann. Aber unsere Jugendakademie sieht ja jetzt noch nicht zu krass aus, muss man dazu sagen. Wir haben halt einen Kaminski, der ein solides Potenzial hat, mit 86 im Moment. Ja, ist halt aber noch relativ low, was die Stärke angeht. Sollte klar sein mit 58. Dann haben wir den guten Billy Cook ja eben reingeholt. 49er Gesamtstärke ist halt sowas von low. Den können wir dann gleich mal wenigstens ins Training reinschicken, dass wenn er ein gutes Potenzial haben sollte, wenn es so bleiben sollte, dass er dann auch relativ zeitnah an ein gutes Rating kommt. Baker hat auch immer ein bisschen 90 und ein 50er Rating. Und ja, er hat ein 55er Rating, ja gut. Also, es ist jetzt halt nicht so krass, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir haben ja noch nicht allzu viel Geld in die Jugendabteilung gesteckt, muss man auch dazu sagen. Das werde ich tun, wenn unser Kader einigermaßen konkurrenzfähig ist für die zweite Liga, dann werde ich auch was in die Jugendarbeit stecken. Nur mal so als Info für die, die jetzt meinten von wegen, ja, oder die, wenn irgendwelche mal ankommen sollten, die halt schreiben, mal was mit einem guten Scout. Das will ich erst machen, wenn ich wirklich dieses Team, soweit es geht, verbessert habe. Also so, dass es wirklich, was ich sage, das ist konkurrenzfähig für die zweite Liga und das ist es im Moment noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt rein in die zweite Partie heute gegen Dresden, in das Pokalspiel, zu Hause sogar, wie ich gerade sehe. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir sehen unsere Aufstellung am Start. Ja, wir haben nichts verändert. So, wir haben lediglich Graudenz mit auf die Bank genommen für Broschinski. Aber ansonsten haben wir nichts geändert, weil wir haben im Moment einfach nicht den Drang oder den Zwang dazu, irgendwas zu ändern. Das ist im Moment unsere bestmögliche Aufstellung und die Fitness geht fit oder die Fitness geht klar bei allen. Alles gut und deswegen haben wir auch nichts geändert, wie gesagt. Ist auch einfach im Moment nicht anders möglich. Wir könnten höchstens Bergmann reinbringen für Matuvila zum Beispiel, aber es würde jetzt auch nicht viel bringen. Ich denke mal, die haben auch ungefähr die gleiche Ausstellung. Ich glaube, Gonta ist jetzt in der Innenverteidigung mit dazugerückt. Vorher war dann anderer. Ich weiß gerade nicht, wer.
Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der andere hieß. Ansonsten müsste es nahezu die gleiche Aufstellung sein. Vielleicht sind noch ein, zwei andere Spieler anders, aber ansonsten. Formation ist die gleiche. Die Offensive ist, glaube ich, auch exakt die gleiche mit Vargas, Kone und Anderson. Oder Andersen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wir gehen rein in die Pokalpartie. Vielleicht können wir ja heute uns rächen im Endeffekt für die Auswärtsniederlage. Und jetzt mal hier Dresden aus dem eigenen Stadion schießen. Und Viteriti mit der ersten Möglichkeit. Kommt da noch irgendwie durch, aber dadurch, dass er halt so bedrängt wurde, konnte er einfach nicht mehr stark abschließen. Da seht ihr es. Ja, aber die erste Möglichkeit auf jeden Fall auf unserer Seite. Und schon wieder ist da der Raum für Viteriti und diesmal nutzt er ihn. Das geht sehr einfach da. Er kann sehr gut reinlaufen in den freien Raum, der sich da zwischen der Dreierkette bildet. Mamba macht das auch gut, zieht zwei Verteidiger mehr oder weniger auf sich, beziehungsweise zieht den zentralen Verteidiger so ein bisschen raus. Und dadurch bietet sich halt eben der Raum für Viteriti. Der Sechser kommt nicht mit richtig rein da und ja, dann hat er den freien Platz oder den Platz an sich und nutzt den auch dieses Mal. Schöner Abschluss von Viteriti, grünes Time-Finishing natürlich ebenfalls getroffen mal und dann ist er auch drin, Leute. Nice, 1:0 hier. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, müsste ja innerhalb der ersten Viertelstunde hier sein in Game. 8 Uhr sogar, innerhalb der ersten 10 Minuten. Von daher, frühes 1:0 für uns. Und Devante Parker mit der nächsten Möglichkeit. Wieder eine schöne Aktion da von unserer Offensive. Devante Parker ist es am Ende, der mit einem flachen Schuss in die lange Ecke die Möglichkeit hat, aber gut pariert vom gegnerischen Keeper. Und das ist die erste Riesenmöglichkeit für die Dresdner. Stark gespielt, muss man sagen. Und dann haben wir Glück, dass der Ball nur an den Pfosten geht am Ende. Und jetzt haben wir auch Glück, dass die Dresdner hier nicht an den Ball kommen und ich wechsle aus Versehen den Spieler, weil ich schon einen Doppelpass drücken wollte. Das ist natürlich ein bitterer Ballverlust und ein unnötiger noch dazu. Und da ist so viel Raum für Svensson. Ich komme mit den Namen so durcheinander von den Gegnern. Da ist auf jeden Fall der Raum für den Mittelstürmer der Dresdner da. Und den nutzt er zum Glück nicht allzu gut. Spalch macht das auch stark, wirft sich in den Schuss rein und verhindert im Prinzip ein sicheres Tor. Und wehrt den Ball noch zur Ecke ab am Ende. Müssen wir auf jeden Fall uns jetzt besser wieder hinten sortieren. Das war nämlich jetzt gerade gar nicht gut gespielt. Und das ist auch wieder nicht gut gemacht, aber dann wird der Ball rausgeköpft. Und jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier den Ball uns irgendwie, ja, sichern. Wäre schon nicht schlecht, aber wir versuchen den Ball schnell nach vorne zu spielen, aber das funktioniert nicht. Und ein Dicker mit der Kopfballmöglichkeit. Ja, der setzt sich echt gut immer durch bei den Kopfbällen. Das kann man auf jeden Fall mal so herausstellen. Auch defensiv halt. Und jetzt offensiv auch sich durchgesetzt. Ich habe sogar den grünen Kopfball getroffen, hat aber jetzt nicht viel gebracht, leider Gottes. War trotzdem übers Tor, aber wieder eine Möglichkeit für uns nach einer Standardsituation. Und Durkin mit der Chance, aber leider nur den gelben Time-Finish getroffen. Trotzdem eine schöne Möglichkeit für unseren Neuzugang, hier mal sein Debüt-Tor zu machen zu Hause. Oder sein Heimdebüt ist es ja, nee, oder? Stimmt gar nicht, wir haben ja gegen Nürnberg schon simuliert zu Hause. Also ist es gar nicht mal das Heimdebüt hier für Durkin, aber auf jeden Fall das Heimdebüt, was wir selber spielen werden in dem Fall. Ihr wisst, wie ich meine, denke ich mal. Ja, wäre auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit hier gewesen. Piotrowski schaltet sich mit in die Offensivbemühungen ein, aber der Pass war dann halt nicht sonderlich gut. Wir kriegen aber immerhin eine Ecke bei rum, bei der ganzen Aktion hier. Und da sind wir ja nicht gerade ungefährlich, haben wir ja schon mitbekommen. Auch ein Piotrowski sehe ich da vorne mit drin. Aber ein Matuwila kommt da hin und ein Dicker mit dem grünen Time-Finish. Aber es wird nochmal geblockt und wir bekommen noch eine Ecke. Ich bin auf jeden Fall bei Ecken immer, ja, positiv gestimmt, weil wir haben gute Kopfballspieler, die setzen sich auf jeden Fall gut durch. Matuwila jetzt hier und da ist der grüne Abschluss und das ist einer unserer Neuzugänge. Chris heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Durkin macht das 2:0. Mann, Leute, ich bin schon durch heute. Das 2:0 hier von Durkin, nachdem der Ball aus dem Kopfball, aus dem Strafraum rausgeköpft wurde schon, kommt Durkin vom Matuwila angespielt an den Ball und senzt den ins lange Eck rein. Stark gemacht, war jetzt auch wieder ein grüner Time-Finish, den ich getroffen habe und den setzt er sehr gut rein, Leute. Schönes Ding, 2:0 kurz vor der Halbzeit, ist, denke ich mal, auf jeden Fall auch verdient, weil Dresden hatte bis auf die eine, zwei kleine Chancen hintereinander nichts gerissen bis jetzt und wir haben halt hauptsächlich den Ball und versuchen vorne das Spiel zu machen. Und von daher würde ich sagen, geht das schon in Ordnung. Wir wechseln doppelt. Graudenz und Achim Bergmann kommen für Leon Schneider und Devante Parker. Und wir probieren jetzt mal Achim Bergmann, der eigentlich standardmäßig Innenverteidiger ist, allerdings auch ZM spielen kann, eben dort im ZM einzusetzen und zu gucken, wie er da funktioniert. Einfach nur mal auszuprobieren, wie es da mit ihm läuft.
Der hat ja auch die Forster-Skills am Start, wie man hier sieht. Und der Schuss ist nicht mal so bad gewesen. Gut, er hat halt nicht sonderlich gute Schusswerte als standardmäßig Innenverteidiger. Aber man kann es ja auf jeden Fall mal probieren. Und wenn er nun mal ZM spielen kann, dann können wir es ja auch mal ausprobieren. Und da ist ein guter Laufweg von Streli Mamba. Und das ist kein Abseits. Das ist das 3:0, eingeleitet von eben Achim Bergmann, der den Ball, ich glaube, auf Vetereti spielt, der den Laufweg von Mamba sieht und in die Schnittstelle reinspielt den Ball. Richtig gut gemacht von diesem Dreiergespann da vorne. Starker Laufweg auch einfach von Streli Mamba. Und der Abschluss ist eiskalt. Das war, glaube ich, ja nicht mal ein Timed Finish, sondern einfach nur ein Flachschuss ins lange Eck, den er sehr gut reinmacht mit seinem schwachen linken Fuß, Leute. Das muss man ja auch mal anmerken. Schöner Angriff von uns und der wird am Ende auch belohnt. Und wir führen damit in der 65. Minute mit 3:0 gegen Dynamo Dresden. 20 Minuten vor Ende wechseln wir auch noch ein drittes Mal. Kevin Scheithauer kommt in die Partie für Streli Mamba. Ich denke, die Partie sollte, soweit es geht, durch sein, sodass wir keine Probleme mehr kriegen sollten. Ausmann geht bei Dresden, dafür kommt Hartmann in die Partie. Aber wie gesagt, ich denke, die Partie ist so gut wie durch. Deswegen bringe ich vorne Scheithauer, dass er auch nochmal ein bisschen Einsatzzeit bekommt und die Möglichkeit auch, sich zu zeigen. Ich denke mal nicht, dass wir ihn noch verkaufen werden, einfach weil unsere Kadergröße das nicht hergibt und wir im Moment eh noch keinen zweiten Stürmer haben, hinter oder für Streli Mamba. Von daher kann er sich jetzt hier auch nochmal beweisen und zeigen, dass er auch noch was kann. Alles klar, und das sind diese harten Schüsse, die im Karrieremodus einfach mal so üblich sind auf Ultimativ. Ist halt dezent unrealistisch, aber was willst du tun? So ein Svensson haut dir dann halt mal so ein Ding aus 16 Metern ohne großartige Schussvorbereitung. Also ich glaube, der hat ja gerade nicht so, also er nimmt halt den Ball an und schießt halt direkt so, gut, Schussvorbereitung hin oder her, aber so ein Ding so reinzuschweißen als Zweitligastürmer, der wahrscheinlich gerade mal ein 70er Rating oder so hat. Ich weiß nicht, was er für ein Rating hat, aber ich gehe mal von aus, dass es so in dem Dreh sein wird. Den so da reinzuballern, ist schon grenzwertig in meinen Augen. Aber okay, muss man hier halt mit rechnen, gehört dazu. Mein Gott, passiert. Und Graudenz mit dem Kopfball an die Latte. Ich hätte nicht gedacht, dass der den noch so gut aufs Tor bringt, da gerade eben, weil er ein Flügelspieler ist. Die ja jetzt nicht unbedingt immer die beste Kopfballprezi haben. Aber der kam richtig gut von Graudenz, der Kopfball. Richtig stark gemacht. Und jetzt müssen wir hier halt aufpassen, dass wir nicht noch ein Ding uns fangen. Okay, das wird Abschluss geben. Das war aber wieder eine schöne Möglichkeit für uns auf jeden Fall. Und starke Parade nochmal kurz zu Ende von Spahic. In der letzten Minute holt er dann nochmal den Ball, das sichere Tor daraus eigentlich, muss man sagen. Das war eine gute Chance wieder für Dresden hier. Haben sie stark rausgespielt. Aber am Ende können wir mit 3:1 gewinnen. Revanchieren uns im Endeffekt für die 2:0 Auswärtspleite in Dresden mit dem 3:1 Sieg zu Hause. Kann man da auf jeden Fall, ja, zufrieden rausgehen aus diesem Spiel. Wir sind damit auch in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Was ja auch auf jeden Fall schon nice ist. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor, weniger Ballbesitz. Aber ansonsten würde ich sagen, war es schon eine ausgeglichene Partie sogar. Wir haben die Chancen genutzt, Dresden nicht. Und das ist erstmal das Wichtigste. Zunächst einmal bekommen wir 155.000 Euro für das Weiterkommen im Pokal. Und wenn wir Chappie Coense, Emil Smith-Rowe ausleihen, warum auch immer. Ich weiß, habe ich den auf der Leihliste? Ich weiß es gar nicht, aber eigentlich nicht, oder? Also ich will ihn halt auch nicht verleihen. Von daher lehnen wir das natürlich ab, gehen ins Training rein und ich überlege gerade, ja, irgendwas wollte ich noch trainieren, irgendjemanden. Ach so, einen der neuen Jugendspieler. Ich glaube, ich nehme dafür Achim Bergmann hier raus. Also, ihr könnt es mir ja noch... Ah, guck mal, der hat hier nicht mal dieses Potenzialzeichen, der Baker. Guckt dann schon am ehesten und der ist auch vom Rating her am niedrigsten. Also, ich hätte auch am ehesten Guck mit reingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Einfach, weil ich es kann. Und werde ihm das hier geben, das hier trainieren. Einen Dicker nehme ich dann auch erstmal aus dem Training raus und werde dafür halt Bergmann weiter trainieren. Ich denke, Bergmann bekomme ich, werde ich hier auch ein bisschen offensiver ein bisschen trainieren. Einfach... Weil, warum nicht? Da würde er schneller werden. Abschluss, gut, braucht er jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Passen wäre jetzt schon eigentlich ganz gut für ihn. Aber da halt immer nur zwei Werte, das finde ich halt ein bisschen lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Dribbeln ist halt auch irrelevant für ihn. Ja, Schreibt es mir in die Kommentare, Leute, wem wir was trainieren sollen am besten. Ich werde, denke ich mal, erstmal Bergmann passend trainieren lassen. Ansonsten, Schwarze steigt im Rating. Ja, ist okay. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, wem wir wie trainieren sollen und wen nicht und, ne, sollte klar sein.
Wäre ganz nice to know auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt heute noch eine Partie in dieser Episode und zwar gegen Duisburg werden wir simulieren. Und dann werde ich die Episode auch beenden und ihr schreibt mir eure Vorschläge rein. Moritz Broschinski wird vielleicht sogar noch verkauft in dieser Episode, Fragezeichen. Wir können es auf jeden Fall mal probieren, würde ich sagen. Ist er jetzt auch kein Spieler, den ich nicht abgeben wollen würde, bin ich ganz ehrlich, weil ich wäre auf jeden Fall dafür bereit, ihn abzugeben. Wir versuchen es mal mit 450.000, ist ein bisschen über Marktwert, aber ja, 280.000. Ja, ich will aber keine Weiterverkaufsgebühr, also gehen wir wieder auf 450.000 hoch. Ohne Weiterverkaufsgebühr. 370.000, Alter, die kommen uns gut entgegen, so. Für 415.000. Let's go. Ja, alles klar. Da sind sie raus. Ist okay. Ja gut, schade. Hätte man eigentlich gut mitnehmen können, das Geld. Aber im Endeffekt auch gut, dass wir ihn noch haben, weil sonst wird unser Kader langsam zu klein. Wir werden erstmal noch in die Partie gegen Duisburg gehen, wie gesagt, in die Simulation. Und ansonsten ist Marco Fafan wieder auskuriert. Okay, das ist auf jeden Fall sehr nice. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. De Freitas kriegt ein Angebot rein für 720.000 aus der türkischen Liga sogar. Und für De Freitas will ich eigentlich kein Angebot annehmen, um ehrlich zu sein. Aber ich sag's immer wieder, wenn das Geld stimmt, dann kann man jeden ziehen lassen. Von daher gehen wir auf 1,3 Millionen erstmal hoch und gucken, inwiefern die da verhandlungsbereit sind. 770.000 plus Weiterverkaufsgebühr. Gehen wir mal auf 250 runter. Und ohne Weiterverkaufsgebühr halt. Mal gucken, ob sie nicht... Oh, 880.000, Leute. Das ist halt echt nicht schlecht. 1,1... falsch rum. So. 1,1 Millionen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, inwieweit sie uns da entgegenkommen. Und sie geben uns 1,1 Millionen für De Freitas, Leute. Okay. Alter, das ist halt echt hart. Ich will ihn eigentlich gar nicht verkaufen. Weil er gerade, guckt euch diese Position an. Er kann einfach überall in der Zentrale spielen. Und er spielt sich ja auch echt gut. Aber 1,1 Millionen sind dann schon ein ordentliches Angebot für ihn. Das muss man halt ganz ehrlich so sagen. Das ist schon nicht schlecht. Also wir müssen uns dann in der nächsten Episode auf jeden Fall nochmal sehr gut umschauen. Und gucken, wen wir wie verpflichten können. Irgendwie. Wir kriegen nochmal ein Angebot für Starzef rein. Ich hab's ja gesagt. Verhandeln tun wir immer. Wenn wir Kohle kriegen, dann können wir ja immer noch einen besseren kaufen. Ne? Und das Angebot ist hier sogar relativ weit über dem Marktwert. Dafür, dass... Ich habe den nicht sogar noch auf der Transferliste. Ich weiß, habe ich den damals draufgepackt, weil ich habe ihn noch nicht runtergenommen irgendwie. Von daher... weiß ich es gerade nicht, ob der auf der Transferliste ist oder nicht, aber dafür ist das Angebot auf jeden Fall dann doch ganz gut, muss man sagen. Wir gehen auf 900.000 hoch, sie kommen uns ein bisschen entgegen, wir gehen erstmal auf 850.000 runter, das Doppelte vom Marktwert. Und da sind sie raus, ist okay. Wir wollen ihn ja eh nicht verkaufen, ich sag's immer wieder, wenn es scheitert, es ist ja auch so. Und dann sind wir ja, glaube ich, schon am... Nee, ist noch nicht ganz hier der 31. Jetzt ist gleich der 31. und dann sind wir auch schon angekommen am letzten Tag in dieser Episode, dem wir vorangehen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. De Freitas ist noch nicht verkauft, Leute. Also noch haben wir De Freitas im Kader. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Verkauf immer näher rückt. Ja, ich würde sagen, wir bringen erstmal Bergmann von Anfang an. Ich würde ihn mal ein bisschen öfter jetzt spielen lassen. Einfach weil der halt das Potenzial hat zu steigen, im Gegensatz zu Matuvila. Und deswegen gehen wir ansonsten 1:1 so in die Partie gegen Duisburg rein, gehen in die Simulation und hoffen natürlich, dass wir zwar auswärts, aber trotzdem noch irgendwelche Punkte mitnehmen können. Hier vielleicht ja sogar gewinnen können. Unentschieden wäre mir aber schon erstmal genug dafür, dass wir halt noch keine großen Käufe getätigt haben weiter nach den letzten beiden Neuzugängen. Und unser Kader halt, wie gesagt, eigentlich nicht so krass Zweitliganiveau hat. Vetiriti gleicht aus, nachdem Sukuta Pasu einen Elfmeter reinmacht. Und Emil Smith-Rowe macht das 2:1. Zimmer kommt für Schneider. Auch eigentlich ein komischer Wechsel, aber okay, Smith-Rowe ist angeschlagen. Scheitauer macht das 3:1, Leute. Scheitauer wird eingewechselt für Smith-Rowe und macht das 3:1. Und wir kassieren noch von Sukuta Pasu den Doppelpack. Aber wir können am Ende gewinnen. Leute, wir können am Ende gewinnen. Und ich bin jetzt gespannt. Okay, eine Woche ist auf jeden Fall zu verkraften bei Smith-Rowe. Ist nicht schön, aber es geht auf jeden Fall schlimmer. Und damit haben wir nochmal gewonnen, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice hier für das Ende der Episode. Wir sind damit auf Platz 7. Gut, wir könnten noch weiter runterrücken, weil Mainz, Nürnberg und Co. noch nicht gespielt haben. Aber wir haben auf jeden Fall wieder gewonnen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. 2 Siege, 2 Niederlagen in 4 Spielen kann man auf jeden Fall mitnehmen. Haben auch gut Tore gemacht im letzten Spiel jetzt. Und wir sind im Moment
bei 3,6 Millionen, Leute. Wir haben 3,6 Millionen Euro plus die 1,1 Millionen von eben De Freitas. Dann sind wir bei 4,7. Gut, wir werden davon wahrscheinlich nur 700.000 wieder so kriegen wie bei Stanese. Also sind wir bei 4,3, 4,4 Millionen ungefähr. Und dieses Transferbudget müssen wir halt ausgeben, eigentlich schon alles, um halt ein paar Spieler zu holen. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, inwiefern die gescoutet sind. Ich denke mal nicht großartig, weil wir haben noch nichts weiter groß mitbekommen. Ja gut, hier hat man da schon einen ungefähren Wert. Wir haben noch keinen Wert, wir haben noch keinen Wert. Wir haben noch keinen Wert, wir haben noch keinen Wert. Ja. Oh, Müsel haben wir schon mal einen Wert. Gut, aber der ist ja auch schon ein bisschen weiter gescoutet gewesen, glaube ich. Da haben wir schon mal 670.000. Bei Goebbels haben wir auch schon einen Wert, Leute. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Da haben wir 1,6 Millionen. Bei Pellegrini leider noch nicht. Und bei Haaland vielleicht schon. Nein, da haben wir auch noch nichts. Aber auf jeden Fall, Leute. Ich werde euch diese drei Stürmer hier zur Wahl stellen, weil das sind meine Top-Favoriten. Bei Goebbels wissen wir halt schon, dass der knapp 1,6 Millionen Euro wert ist und 1,9 bis 2,8 kosten könnte. Vielleicht kriegen wir den auch günstiger. Also das wäre auf jeden Fall einer, den wir uns holen könnten. Pellegrini auch ein interessanter Stürmer. Ich glaube halt ein anderer Spielertyp. Der ist nämlich nicht ganz so schnell, wie man hier sieht. Ist nicht langsam, aber er ist halt nicht ganz so schnell, muss man sagen. Oder habe ich ja schon gesagt. Ist knapp 1,88 groß. Damit ein Kopfballspieler. Gut, Goebbels ist auch groß und der ist halt dafür noch schnell. Haaland ist noch größer mit 1,93, ist aber auch noch angenehm schnell. Also Leute, stimmt oben ab, Haaland, Pellegrini oder Goebbels. Einen von den drei werden wir uns holen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch Szymański holen werden. Szymański wurde ausgesprochen. Dass wir uns ihn auch holen werden. Also wir versuchen es auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal zwei Transfers getätigt. Und dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo wir noch jemanden bräuchten. Also Leute, schreibt mir bitte eure Transfervorschläge für einen zentralen Mittelfeldspieler in die Kommentare. Ich sehe da am ehesten noch, dass, eigentlich Verbesserungspotenzial ist relativ, aber wir bräuchten da halt noch einen, der auf jeden Fall Backup-mäßig unterwegs ist, beziehungsweise halt einfach besser ist, muss man sagen. Vielleicht auch ein Zehner, also gut, als Zehner holen wir ja Szymański, kann man auch so sehen, aber ja, ich weiß halt nicht. Wir könnten auch zwei Stürmer holen plus Szymański und dann haben wir uns halt komplett für die Offensive verbessert. Schreibt mir aber bitte auf jeden Fall eure Transfervorschläge nochmal rein in die Kommentare und ich werde sie mir anschauen und durch den Kopf gehen lassen auf jeden Fall. Wir bräuchten auf jeden Fall noch drei Spieler, denke ich mal. Goebbels, Pellegrini oder Haaland für den Sturm. Szymański dann noch und noch irgendeinen Spieler. Schreibt mir eure Meinung rein, ich bin dafür offen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.